hier ist Dr. Motor. Willkommen. Hier gehen wir los jetzt. Das Video kommt erst dazu. Gleich. Wir werden das hier demontieren. Das kommt, wird demontiert. Das ist der Ölwanne-Unterteil. Da kommt eine Decke, wird alles abgemacht. Das Video kommt erst dazu. Und dann kommt weg sofort das Video dazu. Wir werden es zerlegen. Ihr seht schon jetzt, die Zylinderköpfe, wie ihr seht, sind schon fertig. Die wurden komplett neu gemacht. Müssen nur eingebaut werden. Auch die Nockenwelle sind komplett neu. Alles nagelneu. Und die ganzen Schrauben, Ventilteller, Ventilfeder und so weiter. Ist alles nagelneu neu gemacht. Die Ventildeckel, die Warten da drauf, sind neu gemacht. Kann ich mal kurz mal hier drehen. Sind ja komplett gereinigt worden. Werden dann bei Puder beschichtet rot. Möchtet ihr sehen. Und jetzt wünsche ich euch allen viel Spaß. So, jetzt sind wir hier am Motor. Jetzt habe ich den Motor hier umgedreht. Das ist unser V8 Motor. Motorkernbuchstabe BFL, BRFM. Der 4,2. 40 Ventiler. Ja, ich war schon mal fleißig und habe die ganze Schrauben jetzt schon mal gelöst. Aber noch nicht abgemacht. Den muss man abmachen. Der ist auch schon gelöst. Öl ist abgelassen. So, den lasse ich mal hier ab. Dann diverse Schrauben, ist langweilig. Dauert 100 Jahre, die abzumachen. Ratsche. Den Ölsensor nehmen wir auch ab. So. Auch Schrauben. Das müsste eigentlich relativ leicht abgehen. Ein Hebel, dann geht das so schon ab. Hier ist der Dichtring. Was für Ölsensor. Nehmen wir die Ölwanne dann ab. Und jetzt drehen wir die um. Jetzt wird die Ölwanne uns eine Geschichte erzählen. Hier. Sieht gar nicht so gut aus. Da sind manche Stückchen schon. Woher kommen diese Stückchen? Sieht mir irgendwie aus, als wäre es mit Wasser vermischt. Das ist Öl mit Wasser. So sieht Öl mit Wasser aus. Also war da auch undicht. Irgendwo ein Öl- und Wasserkreislauf hat sich vermischt. Das ist schon die erste Scheiße. Wie gesagt, ich bin natürlich sauer gerade, wenn ich das so sehe. Dann die Stückchen hier. Was für Stückchen sind das? Gucken wir mal. Eine Späne, Stückchen. Sieht aus wie von Kettenspanner. Kann sein von Kettenspanner von Ölversorgung. Das heißt dann, dass er scheiß Ölversorgung hat. Das würde erklären dann, dass ein Span, das ist ein Spanier. Dann habe ich gehofft, vielleicht, dass das hier nicht so ist, aber ist sie jetzt schon hier. Ihr seht ja überall, ich kann komplett hier schaufeln. Da. Seht ihr schon überall hier. Da ein Stückchen. Seht ihr schon überall hier. Das gehört nicht dahin. Also das sieht überhaupt nicht gut aus. Das sieht richtig scheiße aus. Auf jeden Fall mit Wasser vermischt. Definitiv. Haben wir ganz Handy schon versaut. Aber so kann man es ein bisschen prüfen. Naja. Ja, ein Innensechskant. Das ist die kleine Linksschraube, die Mutter. Die haben wir jetzt natürlich raus. So. Das sehen wir Innensechskant. Hier ist eine Schraube. Hier ist eine Schraube. Hier und da. Die löten wir jetzt. Ich nehme dafür meine große Ratsche. Schon weiter. Ne? Schon mal hier sieht man den Ölsieb. Da sieht man schon wieder, kann ich ein Stückchen wieder fischen. So richtig Schweinerei, ne? Deswegen ein Motor und Getriebe ist wie ein Ü-Ei. Man weiß nie, was drin steckt. Man weiß es erst, wenn man es zerlegt hat. Dann sehen wir ganz schön die Stückchen hier komplett. Und es hat sich bestimmt den ganzen Ölkreislauf eingezogen. Wer weiß, wie die Kolben aussehen. Richtige Katastrophe, kann ich das sagen. Also das ist überhaupt nicht gut. Der Motor war kein guter Fang für mich. Das heißt, dass ich sehr viel, also schon, ihr seht hier, seht ihr das? Und das ist in eurem Motor, das da drin. Schweinerei, ja. Richtig Schweinerei ist das. Also, ihr seht ja auch richtig schön. Seht ihr das? Seht ihr? Ölpumpe noch drin. Ich mache jetzt die Ölwanne ab. Und dann geht's weiter. Das werden wir jetzt alles jetzt hier lösen, komplett zusammen. Machen wir mal.
So, nachdem wir jetzt die alle gelöst haben, kommen wir jetzt hier, seht ihr hier 1, 2, 3. Die beiden lösen, die den lösen, den lösen, den. Und dann können wir alles abnehmen. Das ist eine Innenfizer, ach, das falsche Foto. Das falsche, tut mir leid. Das ist der Innenfizer, den wir brauchen, um die zu lösen. Es ist ein M8er. Jetzt machen wir das mal. So, jetzt nehmen wir das ab, haben alle Schrauben gelöst, haben es gelockert. Man muss drauf aufpassen, nicht mit Gewalt. Dann nehmen wir das ab und drehen das einmal rum, wenn möglich. So, schauen wir uns das an. Ist das gleiche Bild wie vorher auch. Ich vermutet hatte schon, hier sieht man auch schon schön hinter den ganzen Schlamm hier. Erste Ablagerung. Das ist schon am Material schon festgefressen. Ja. So, jetzt haben wir die Ölwanne abgemacht. Somit ist dieses Video erstmal fertig. Das war jetzt die Ölwanne zu demontieren. So sieht das aus. Ihr seht hier, ne? Somit beende ich das Video jetzt hier. Das war's. Dann wird alles abgemacht. Ich komme langsam, habe es vergessen. Nächster Step wird sein, dass die Ölpumpe hier, diese kleine Ölpumpe hier, rausnehmen. Und war's das? Bin ich schon erst schon mal weiter. Ich werde jetzt weiter drehen, aber ihr werdet das nicht so sehen. Ihr werdet das als nächstes Video sehen. Ich jetzt ein Video jetzt mache. Da seht ihr das ganze Öl hier. Boah, das tropft. Wenn ich das ein Video mache, wird das zu viel sein. Zu lange sein. Danke für eure Abos, danke für eure Likes, für euer Feedback. Schön, dass ihr wieder dabei wart, dass wir zusammen was gemacht haben. Ihr werdet immer mit dabei sein, wenn wir es machen. Wenn ihr kommt, müsst ihr Moos neu aufbauen. Wird alles immer sehen, vorher und nachher. Euer Dr. Motor. Ich gebe mein Bestes, euch mit Videos zu füttern. Audi Forever. Alles, was die Ringe hat. Hab euch lieb. Peace.